Erstmals fand das Eurocheck-Europameisterschaftsfinale in Wurmbrand bei Groß-Kehrungs im Bezirk Zettel statt. Ja, wir sind hier in Wurmbrand, Eurocheck-Europameisterschaftsfinale. Wir haben den Organisator hier, Kurt Graf. Warum stehen wir ausgerechnet hier in Wurmbrand? Ja, Wurmbrand hat sich einfach gut ergeben. Erst einmal ist einer von Wurmbrand bei uns im Verein dabei. Der hat das gehört, dass wir einen Austragungsort überlegen, wir haben euch. Hat gesagt, hey, hast du mit meinem Freund geredet? Wir konnten das ja da super klasse machen. Und sage, ja, passt, finde ich gut. Ist ein schöner Platz, schönes Gelände. Und wir haben immer eine große Gewerbeausstellung dabei. Und die hat sich dann natürlich wunderbar angeboten, weil einfach der Platz riesengroß ist. Und wir haben ja, glaube ich, 4000 Quadratmeter Gewerbemesse mit verschiedensten Ausstellungen. Und das hat sich natürlich traumhaft angeboten. Im Vorfeld hat man gesehen, Aufbauarbeiten, glaube ich, seit Wochen im Gange. Wie ist jetzt ist der Tag X da. Wie ist das erste Resümee? Ja, der Tag X ist natürlich immer cool, weil da weiß man einfach, am letzten Tag, da läuft es einfach von selber, weil man hat alles vorbereitet, man hat sich alles überlegt, wie es geht, und dann braucht man nur mehr aufstehen da früher und sagen, gut frühstücken und los geht's. Abschließende Frage noch zum Sportlichen, zum Wichtigsten. Wir haben jetzt vor der letzten Disziplin, ja, den Armin Kugler, glaube ich, wieder ganz stark im Rennen. Wird er es schaffen? Wir werden ihm nachher dann natürlich selber fragen. Ja, wird es auf jeden Fall schaffen. Es schaut jetzt sehr gut aus. Er ist, glaube ich, 8 oder 9 Punkte vorn. Und das, glaube ich, die Butter lässt er sich nicht mehr vom Brot nehmen. Super, vielen Dank. Armin Kugler, Lokalmatador, herzliche Gratulation zum vierten Mal Europameister im Eurocheck. Zum Schluss noch einmal eine Machtdemonstration. Was geht da in Ihnen vor? Ja, das war schon super. Natürlich auch Glück gehabt, ich habe einen guten Block erwischt. Super geschlagen. Bin Gott sei Dank nicht gerutscht auf der Bühne und es ist alles gut gelaufen jetzt zum Schluss einmal. Die Axtdisziplinen, das sind einfach meine Disziplinen. Das macht mir wohl am meisten Spaß. Und ja, habe ich einfach meine Leistung zeigen können, die ich habe, die ich mal trainiert habe, und habe einfach die Leistung gut angerufen, und dann passt auch das Ergebnis. Absolut. Ganz kurz vielleicht, wie schaut das Training so aus? Was macht man in der Vorbereitung? Wann beginnt man? Ganz einen kurzen Überblick. Ja, wir trainieren eigentlich das ganze Jahr. Da haben wir halt den Vorteil in Österreich, dass wir eine Trainingshalle haben in Langschlag, die ein ganzes Jahr unter dem Strich die gleiche Temperatur, die ist beheizt, die Halle. Und wir können im Winter super trainieren oder um Uhrzeiten, wo es woanders draußen nicht mehr gehen würde. Und ja, wir trainieren eigentlich Technik hauptsächlich. Die Fitness, die hole ich mir größtenteils aus dem Wald, aus meiner Arbeit als Forstunternehmer. Und ja, möglichst viele Wettkämpfe fahren, möglichst viele Shows, sofern wir gebucht werden. Ja, und das ist natürlich die beste Vorbereitung. Jetzt hast du nur einen draufsetzen nächstes Jahr, oder wie schaut es aus? Ja, ich mache auf jeden Fall weiter, wird wieder mein Bestes geben, und ganz einfach, der Schnellere und Beste gewinnt. Herzliche Gratulation.